Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu The Lost Eindringling und nicht erschrecken, dass wir jetzt gerade eben hier im Hauptbildschirm ausnahmsweise sind. Ich wollte euch nur mal diese Diskrepanz zeigen, die ich hier, ja, immer wieder sehe. 37 Tage, 16 Stunden, 3 Minuten haben wir bis jetzt gespielt und wir setzen jetzt mal fort. Sind ja jetzt immer noch hier in dem Haus drin und wir sehen, wir sind jetzt hier beim 39. Tag, also ihr seht, da ist immer irgendwie ein Tag zu viel, also logisch wäre der 38. Tag. Ich weiß jetzt nicht, was davon exakt richtig ist, aber wir nehmen jetzt einfach das, was wir haben, ne, so, und vor allem schauen wir mal, was wir jetzt hier haben. Ich persönlich rechne ja jetzt hier nicht mehr mit allzu viel, warte mal, das können wir ja nicht wegstecken. Hallo? Das Haar versagt. Es versagt gar hart. Jetzt nimmt es runter. Wahrscheinlich, weil es irgendwie vom Speicherstand her korrumpiert war. Ich weiß es nicht. War gerade grotesk. So, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir noch irgendetwas hier finden. Ich bin nämlich inzwischen, was das jetzt angeht, schon ein klein wenig nervös. Weil wir halt echt nicht mehr viel haben, was wir jetzt so mit uns rumschleppen können. Beziehungsweise was wir noch mit uns rumschleppen. Wir haben halt nicht mehr so viele Optionen. Ich möchte eigentlich schon noch gerne ein bisschen länger leben. Wer möchte das nicht, ne? Aber so langsam aber sicher wird es halt einfach nahrungstechnisch knapp. Draußen liegen auf jeden Fall noch ein oder zwei Sachen rum. Ich würde ja auch unglaublich gerne nochmal ein bisschen Streichholz finden. Irgendwie nur wenigstens nochmal ein Schächtelchen Streichhölzer. Da sind wir jetzt wieder beim selben Problem wie bei der letzten Staffel. Aber diesmal haben wir es uns wenigstens sauber eingeteilt. Nee, hier ist original gar nichts. Hier ist gar nichts. Ist hier vielleicht was drin? Besteht denn eine minimalistische Chance, die uns soeben enttäuscht? Auch hier ist nichts. Auch keine Stiefel hier. Nope, nope, nope. Wasser könnten wir noch kriegen. Das sollte auf jeden Fall noch drin sein. Und jetzt stürmt es halt immer noch ganz, ganz heftig. Ja, wir werden langsam aber sicher hier ein bisschen fitter. Hier nehmen wir alles auf jeden Fall mit. Ja, und jetzt zickt sie wieder rum, weil es zu schwer ist. So, jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wie gehen wir weiter vor? Wir haben noch ein bisschen Holz. Wir haben hier Gedönsmaterial. Das hier könnte man auf jeden Fall mal trocknen. Ich lege das auf jeden Fall jetzt als allererstes mal ab. So, so viel dazu. Das kann man noch zu einem Tee verwursteln. Das wiegt natürlich schon was. Ich bin mir überlegen, ob ich nicht ein paar Sachen einfach hier lasse, die ich jetzt nicht definitiv dabei haben muss. Oder zumindest nicht alle. Das hier lasse ich jetzt mal da. Die Pfeile kann ich auch woanders machen. Moment. Der ist ja auch noch nicht getrocknet. Genau, muss ich auch auf den Boden legen. Getrockneter Kaninchenpelz sah auch schon besser aus. Getrockneter Kaninchenpelz. Ich wollte ja das auch noch reparieren, die Handschuhe, ne? Aber dafür bräuchten wir auch wieder erstmal Material. Und das hier wollte ich auch aufstellen. Wir brauchen die nicht alle. Zumindest momentan brauchen wir sie gar nicht. Ich lasse mal die kaputte hier. Eins zum Ersatz hier noch. Das müssen wir demnächst mal auffüllen. Essenstechnisch haben wir noch ein bisschen. Ich möchte jetzt einfach nur nicht zu viel mit mir rumschleppen. Ja. Und wir sollten ein klein wenig geschlafen haben, bevor wir jetzt weiterziehen. Und ich hoffe, ich fange mir jetzt hier nichts ein. Das hat ja nur noch 26%. Ah, ungeil, wenn ich ehrlich bin. 350 Kalorien. Ich esse jetzt mal das da. Ich möchte nochmal ein paar Prozente regenerieren, wenn ich jetzt schlafe. Nochmal 3 Stunden. Und dann gucken wir mal, dass wir draußen weiterkommen. Wir wissen ja, wir haben jetzt hier ein paar Sachen zwischengelagert, die wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen müssen.
71%. Es stürmt draußen immer noch gar garstig, aber uns ist wieder warm. Okay. I see what's the problem. Und ich glaube, wir müssen da jetzt erstmal andere Dinge tun. Wir brauchen Holz. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall erstmal Holz machen müssen. Wie viel Holz habe ich denn jetzt eigentlich? Ich möchte nämlich jetzt eigentlich angeln. 9. 9 ist eigentlich ganz gut. Ah, jetzt hat der Sturm aufgehört. Gerade hat es noch gestürmt. So, ich stelle jetzt hier auf jeden Fall... Ah, da läuft so ein Häselchen rum. Da stelle ich jetzt nochmal die Falle auf. Hier so am... Ich glaube, ich mache es wirklich hier so direkt. So ein Windschutz in Anführungszeichen. Und ich möchte jetzt angeln. Liebend gern angeln. Es hat sogar gerade nur minus 9 Grad. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch die Stiefel und den Wolfspelz. Dann hätten wir ja, hätten wir geradezu ideale Voraussetzungen. So gefrierbrandtechnisch, sag ich jetzt mal. Ich möchte jetzt nicht unbedingt rennen, weil uns das ja jetzt noch mehr fertig macht. Aber wenn ich jetzt nochmal, keine Ahnung, nochmal einen ordentlichen Fisch fangen könnte, bei diesen Wetterbedingungen, den wir vielleicht dann morgen noch so essen können, das hätte doch was. So, dele. Oh, das ist praktisch. Vor allem, weil wir hier noch gar nicht waren. Bekommen wir gleich die Broschüre How to Angle Correctly. Ah, nee, das brauchen wir alles nicht. Hier drin haben wir jetzt minus 9 Grad. Dagegen möchte ich natürlich aktiv vorgehen. 85% haben wir jetzt inzwischen. Wir sind noch viel besser geworden im Feuer machen. Wir erinnern uns, das letzte Mal war es noch so bei 75%. Wir werden immer besser. Wir haben es aber auch nötig. Wir können uns... Nein. Das darf nicht wahr sein. Ich wollte es gerade eben schon sagen, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wir nochmal was finden. Und es geht bei 85% natürlich sofort das scheiß Ding aus. Ich fasse es einfach nicht. Wir müssen ja vor allem auch nochmal mindestens ein Feuer in anmachen, wenn wir noch was schmieden wollen, also ein Messer schmieden wollen. Das könnte eines der letzten Feuer sein, die wir jetzt hier überhaupt anmachen. Jetzt geh schon an. Sehr gut. Das brennt jetzt mal 4 Stunden. Kohle brauche ich noch nicht draufschmeißen. So, jetzt wird es ja auch schön warm. Wir können mal was trinken bei der Gelegenheit. Ach, wisst ihr was, was ich in der Zeit schon einmal mache, solange es hier quasi gerade eben auftaut. Wir garen das jetzt mal, aber wir essen es nicht. So. Sehr gut. Das hat nämlich normalerweise 600 Kalorien. Ach, hat immer noch plus 600 Kalorien. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich benutze das hier. Uns wird in der Zeit warm. Dauert eine ganze Weile, so wie es aussieht. Eine Stunde oder so. Ist ja der Wahnsinn. So, wir angeln jetzt mal 2 Stunden. Vier Kilo. Komm, noch ein Fisch, dann bin ich glücklich. Ja, okay, nochmal so eine kleine Makrele halt. Gut, komm.
brutzeln wir die Fische noch schnell. Und den auch noch schnell. Ja, ja, die Nacht kommt, ist klar. Oh, den glänzenden Lackpoling können wir auch noch schnell machen. Wo wir ihn gerade zur Hand haben. Ach, ich habe Lampenöl gerade eben gekriegt. Habt ihr das gesehen? Ich habe Lampenöl anscheinend aus den Fischen. Kann das sein? Das ist interessant. Es wird immer noch dunkler. Das brechen wir schnell nochmal auf. Und ich möchte nochmal 2 Stunden angeln. Ich kenne da jetzt nichts. Ach komm, einen Fisch kriegen wir doch wohl noch. Gibt's ja wohl nicht. 200 irgendwas Kalorien. I don't know. Wir müssen nochmal was trinken. Angeln macht anscheinend sehr durstig. Nochmal 2 Stunden. Jetzt schmeiße ich halt nochmal eine Kohle drauf. Dann wird es gut warm. Dann haben wir nochmal 1 Stunde. Machen wir nochmal 2 Stunden. Na also. Sehr gut. Yeah. That's what I'm talking about. Fische, unsere neue Nahrungsquelle. Das finde ich gut. Ja, wir bekommen tatsächlich Lampenöl. Das ist für mich neu, das wusste ich noch nicht, dass das auch jetzt funktioniert so. Hängt anscheinend eindeutig auch von der Größe des Fisches ab. Machen wir nochmal 1 Stunde. Bekommen wir nochmal einen 3-Kilo Fisch. Das finde ich gerade eben ausgesprochen schön. Wir sind quasi die ganze Nacht eigentlich jetzt hier drin, ne? Und nochmal ein kleines Fischili. Jetzt nichts Besonderes. Aber hey. Hauptsache ein Fisch. Sehr gut. Ja, aber das machen wir nicht. Minus 23 Grad. Wir gehen jetzt nach Hause. Sind ordentlich überladen. Aber das sollten wir auf jeden Fall schaffen. So, jetzt hoffe ich bloß, dass wir da jetzt nicht noch irgendwie einen Hasen da oben liegen haben, weil sonst kriege ich nämlich eine Krise. Dann hätte ich nämlich das Feuer mitnehmen sollen. Aber ich finde es gut, dass da anscheinend gerade eben nichts Bösartiges auf uns lauert. Nicht mal das Wetter scheint groß Trouble zu machen. Gerade eben mal andächtig still, weil ich lausche. Man hört die ganzen Tiere ja vorher trappeln, ne? Ich glaube, ich höre nur meine Schritte. Ja. Ein Hase rum. Ich frage mich ja, ob man sehen kann, wie so ein Hase mal in so eine Falle reinrennt. Oder ob das halt einfach so passiert, ne? Okay, die Hasenfalle ist noch nicht benutzt. So, wir schaffen es aber auf jeden Fall rein, bevor wir zu sehr erfrieren. Das läuft sehr, sehr gut.
So, komm, dann gehen wir jetzt hinein in die gute Stube. Es ist bloß unfassbar dunkel. Boah, sind wir langsam. So, jetzt muss ich mich erstmal dazu entscheiden, was ich esse. Natürlich esse ich als allererstes das hier, weil das hier das ist, als erstes weg muss. Ich hoffe, ich fange mir jetzt nichts ein. Scheinbar nicht. Dann essen wir mal den kleinsten. Dann nochmal 245 Kalorien. Und den esse ich auch noch. So, wie viele Kalorien haben die denn jetzt alle so? Der hier hat... Boah, 1400, 1000. What? Okay. Das ist ja mal eine coole Nummer. Also wir haben jetzt ordentlich Fressalien. Das läuft doch. Umgelagert. Ist fantastisch gerade eben. So, Betty Lee, wir schlafen jetzt 10 Stunden. Ach ja. Und dann schauen wir mal, wie der Tag am nächsten Tag ist. Sieben Stunden Helligkeit, 89% Leben wieder. Und wir haben sogar noch 335 Kalorien. So, wir werden uns jetzt heute mal mehr noch mal ein bisschen umschauen. Auch wenn es gerade derbe neblig ist. Und wir haben den Hasen. Kriege ich sein Fleisch so runtergesägt von ihm? Das müsste doch eigentlich gehen. So, den Rest lassen wir mal. Ich möchte mich jetzt erstmal hier auf der Haseninsel selber umschauen. Nachdem wir jetzt erstmal hier so ein bisschen gefroren haben. Ich meine, wir haben jetzt hier einiges dabei. Ich würde mich ja freuen, wenn wir noch irgendwo mal was finden würden. Ach ja, und hier ist das Wässerli. Ja, ja, ich erinnere mich. Aber bei dem Wässerli war ja auch nochmal was zum Angeln, wenn ich mich recht entsinne. Direkt dahinter. Oder? Ja, ja, da hinten, genau. So, ich möchte jetzt noch zum anderen Haus, da drüben, Haus des Menschenfeindes. Und da, hier muss man echt aufpassen, da kann man echt böse ins Wasser treten. Habe ich jetzt natürlich nicht vor, das geschehen zu lassen. So, hier ist zumindest nichts Offensichtliches. Zeitungspapier lasse ich da. Sonst nichts. Und dann gehen wir mal ins Haus des Menschenfeindes. Weil ich immer noch hoffe, dass da auch irgendwas Brauchbares ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ein weiteres Streichholzschächtelchen wäre natürlich absolut willkommen. Oder währenddessen sie bibbert. Oder auch ein Nähset. Aber ich glaube, das sind alles Dinge, die gehen uns jetzt so nach und nach raus. Ich finde, das sind so Sachen, die fehlen bei dem Spielmodus noch so ein bisschen. Dinge, die, also, dass man die Möglichkeit hat, grundsätzlich Dinge neu zu machen. Und nicht nur in Abhängigkeit dessen, ob man das Werkzeug dazu auch findet, ne? Und auch in ausreichender Anzahl findet. Das ist manchmal einfach so dieser Glücksfaktor, der die Sache dann doch sehr viel mehr limitierend macht, als es einem lieb sein kann. Tja, aber was soll's. Wir haben nochmal ein schimmeliges Kaninchen gefunden, das nehmen wir natürlich auch mit.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hey geil. Tschüss und ade.